Hallo, herzlich willkommen in meinem Dampfkanal. Ich bin Simon und ich möchte euch in diesem und in folgenden Videos ein bisschen was über das elektronische Dampfen erzählen. Vor ein paar Wochen, war ich in einer Folge des Liedkultur-Podcasts eingeladen, wo wir uns genau diesem Thema gewidmet haben. Und da habe ich eben auch verschiedene Geräte vorgestellt. Das Problem dabei war, dass das natürlich in einem Audio-Podcast nicht so visuell vermittelbar ist. Deswegen habe ich jetzt im ersten Video vor, euch einfach mal verschiedene Dampfgeräte zu zeigen, die ich selber vielleicht empfehlen kann, vielleicht auch nicht empfehlen kann, um euch da einfach mal einen Eindruck zu geben. Und zwar fange ich mal an mit diesem Gerät hier. Da habe ich ja schon im Podcast kein gutes Haar dran gelassen. Das ist eine Einweg-E-Zigarette, die funktioniert so wie eine normale Zigarette auch, ist auch ungefähr so groß wie eine normale Zigarette und etwas schwerer. Und man zieht da einfach dran, dann geht vorne ein Licht an und es kommt etwas Dampf raus. So, bei diesen Dingern ist natürlich das Hauptproblem, dass sobald die leer sind, werden sie halt automatisch zu Elektromüll. Also das sieht man hier auch, da ist dieses Zeichen mit der durchgestrichenen Mülltonne drauf. Das liegt daran, dass hier natürlich eine Leuchtdiode drin ist, eine Batterie, ein Unterdruckschalter und hier eben das Depot mit dem Verdampferkopf mit der Spule drin und das alles in einem Plastikgehäuse. Und wenn das so zusammen auf die Deponie geht, ist das natürlich sehr schlecht. Und wir wollen ja mit dem Dampfen die Welt verbessern und nicht schlechter machen, deswegen halte ich hiervon gar nichts. Was schon etwas besser ist, allerdings immer noch nicht großartig, sind diese E-Zigaretten mit einem auswechselbaren Depot. Da ist sozusagen hier der Verdampferkopf mit dem Liquid eine Komponente und das wird dann auf einen wiederaufladbaren Akku gesteckt. Das war auch das Konzept meiner allerersten E-Zigarette, die ich hatte. Und es funktioniert eigentlich genauso. Und hier kann dann eben, wenn das Depot leer ist, das hält sogar noch ein bisschen länger als die Einweg-E-Zigarette, kann man das wegtun und durch ein anderes ersetzen. Hier habe ich zum Beispiel ein grünes, das steht für Menthol. So, jetzt sind das hier, diese beiden Geräte, die euch die Tabakindustrie verkaufen möchte. Denn die Tabakindustrie hat ihre Geschäftsmodelle, die sind darauf ausgelegt, dass man in einen Laden geht und sich ein Päckchen kauft. Und ja, das hätten die ganz gerne, dass ihr, wenn ihr schon dampft, dann wenigstens so, damit sie weiterhin an ihren bisherigen Geschäftsmodellen festhalten können. Es ist aber meiner Meinung nach nicht unsere Aufgabe als Dampfer, die Geschäftsmodelle der Tabakindustrie zu retten, denn wir wollen es ja besser machen. Und die E-Zigarette, mit der ich persönlich den Umstieg geschafft habe vom Rauchen zum Dampfen, ist dieses Gerät hier. Das ist eine Elea von Red Kiwi und da drauf sitzt ein Celea Verdampferkopf, ein Tankverdampfer. Das sieht man hier jetzt auch. Hier kann man das Liquid schwappen sehen. Und ich zeige euch mal. Die dampft sehr schön und man hat hier einen Knopf, das heißt, man kann sozusagen das, die Dampfproduktion per Tastendruck starten. Es ist kein Unterdruckschalter drin. Und allein dadurch, dass man eben diesen Tank hat und sieht, wie viel drin ist, man kann das Liquid selber nachfüllen, man kann die Batterie selber nachladen. Dafür ist hier unten ein USB-Port drin unter dieser Kappe. Das war schon ein großer Schritt und wie gesagt, das war sozusagen meine erste E-Zigarette, mit der ich wirklich den Umstieg geschafft habe. Allerdings ist das Modell auch schon etwas älter und heutzutage gibt es auch schon schönere Dinge, wie zum Beispiel diese Kombination hier. Das ist meine Hosentaschendampfe, die habe ich eigentlich immer dabei. Und zwar besteht die aus einem Akku, das ist hier so ein Ego-Akku, 650 mAh. Und darauf geschraubt wird dann ein Tank. Das hier wäre der Aerotank Mini von Kanga. Das hier wäre ebenfalls von Kanga der ProTank Mini 3. Der ist etwas günstiger, hat dafür auch nicht ganz so einen großen Luftzug wie der Aerotank. Bei dem ist der Luftzug einstellbar. Anschalten mit 5 Mal klicken und dann geht das auch. Sehr gut, wie ich finde.
Allerdings kann man sich natürlich auch vorstellen, dass man vielleicht gerne etwas größere Geräte hätte mit etwas mehr Dampfproduktion. Und dann wäre ein Zwischenschritt beispielsweise das hier. Das ist der Nachbau eines iStick, 20 Watt Akkus und ein ProTank 3 in Normalgröße sitzt da drauf, beziehungsweise momentan sitzt er da nicht drauf. Den kann man hier nämlich drauf klappen mit diesem Klappscharnier. Anschalten. Und ihr seht schon, da ist natürlich gleich viel mehr Dampf drin. Und das Schöne ist eben, selbst wenn das hier ein bisschen fummelig ist, den auszuschalten, den Akku, das müsst ihr gar nicht machen. Ihr könnt ihn auch einfach in die Tasche stecken. Wenn ihr hier den Verdampfer runtergeklappt habt, dann besteht hier kein Kontakt mehr zwischen dem Verdampfer und dem Akku und dann macht es auch nichts. Wenn der hier feuert, dann passiert einfach nichts. Was auch eine Möglichkeit ist, ist hier so ein All-in-One-Gerät. Das ist die eGrip. Die hat alles in einem. Das ist also hier mit Akku. Dann ist hier die Elektronik, der Feuerknopf und drumherum ist ein Leistungswahlrad. Hier unten habt ihr den Verdampferkopf eingeschraubt. Hier ist der USB-Port zum Nachladen. Und oben wird dann nur noch das Trip-Tip, also das Mundstück, draufgesteckt. Anschalten. Und ihr seht, das ist ein totales Dampfmonster und das trotz der kompakten Größe. Das Gerät ist nicht viel größer als ein normales Benzinfeuerzeug. Das ist also, auch wenn es etwas teurer ist, ein wirklich sehr schönes Gerät für den alltäglichen Gebrauch, auch für Anfänger. Und Profis können dann hier den Fertigverdampferkopf einfach durch einen Selbstwickelverdampferkopf ersetzen und dann sozusagen ihren Verdampferkopf selber wickeln. Da kann man dann viel mehr Einfluss auf den Geschmack und auf den Flash, wie man dieses Kribbeln in den Bronchien nennt, nehmen. So, dann gibt es natürlich auch noch etwas größere sogenannte klassische E-Zigaretten. Also das hier ist zum Beispiel die gute alte Tante Wammo, auch ein Akkuträger für auswechselbare Batterien. Die können nicht im Akku selber geladen werden, die muss man auswechseln und hier kann man entweder eine 35 mm Batterie reintun oder auch zwei davon oder eine 65 mm Batterie. Und hier drauf ist ein Verdampferkopf von Scrape, also besser gesagt ein Nachbau von einem Scrape R Verdampferkopf. Vielleicht noch kurz zu den Batterien. Typischerweise benutzt man in den E-Zigaretten von den kleinsten nachladbaren bis zu den ganz großen Lithium-Ionen-Batterien. Die haben immer eine fünfstellige Nummer. Die ersten beiden Stellen geben den Durchmesser in Millimeter an. Das ist also meistens 18 mm. Außer bei den kleinen, da sind es dann 14 mm oder auch noch weniger, 10. Und dann die zweiten zwei Ziffern, also Ziffer 3 und 4, gibt die Länge an. Das kann dann 35 mm sein, 50 oder 65 typischerweise. Was auch ein Akkuträger ist, der allerdings nur mit den 18 650er Akkus funktioniert, den sieht man hier auch durchscheinen, ist hier der Casima 20, auch von Kangatec. Und jetzt ist er an. Obendrauf sitzt der Nachbau von einem Kaifun V4 Verdampfer und ihr seht, das sieht sehr schön aus, das passt gut zusammen. Das ist auch ein Selbstwickelverdampfer, genauso wie auch die Scrape und auch das dampft sehr gut. Vom Gefühl her ist das so ein bisschen vergleichbar mit so einem Mundstück von einer Wasserpfeife. Also wer Wasserpfeife gerne raucht, der kennt das schon. Das ist wertig, liegt gut in der Hand und ist auch relativ schwer. Dann zeige ich euch vielleicht noch so mein Spitzenmodell, was ich momentan habe. Das ist hier der
iStick 50 Watt. Den habe ich allerdings auch noch nie wirklich mit 50 Watt betrieben. Das wäre auch viel zu viel. Ich habe den hier gerade auf 24 Watt eingestellt. Und obendrauf sitzt ein Subtank von Kanga auch. Den gibt es auch, sowohl mit Fertigverdampferköpfen, die man dann einfach auswechseln kann, wenn sie irgendwann aufgebraucht sind. Oder es gibt auch einen Selbstwickelverdampferkopf, da kann man dann die Wicklung wieder selber machen. Auch hier werden die Akkus nicht ausgetauscht, sondern einfach über den USB-Port aufgeladen. So, und das waren jetzt alles elektronische Geräte. Wenn das alles zu viel Elektronik ist, gibt es auch rein mechanische Akkuträger. Die haben hier so eine Rändelschraube, mit der der Knopf vor versehentlicher Betätigung geschützt werden kann. Jetzt ist er freigegeben und obendrauf sitzt ein Standard-Tröpfelverdampfer. Das heißt, da ist kein Tank drin, da muss man immer nachfüllen. Alle paar Züge, aber dafür kann man damit viele Liquids einfach schnell mal durchprobieren, auch zum selber wickeln. Und das ist alles vergoldet und obendrauf das Triptip, das Mundstück ist aus goldfarbigem Glas. Das macht also auch optisch einiges her und funktioniert auch gut. So, und was auch noch ein mechanisches Gerät ist, was ich auch sehr schätze, ist hier der Nachbau vom Hammer Mod. Das ist also quasi geformt wie so ein Pfeifchen. Hier sitzt der Akku um 90 Grad versetzt zum Verdampfer drin. Der Verdampfer ist hier ein Aerotank Mega, also der große Bruder von dem kleinen Aerotank vom Anfang. Auch hier wird die Taste per Rändelschraube vor versehentlicher Betätigung geschützt. Und hier ist nur eine 35 mm Batterie drin. So, das waren jetzt mal ein paar Geräte aus meinem Dampfgerätepark. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Eindrücke mitnehmen und könnt euch jetzt vielleicht auch etwas besser als im Podcast vorstellen, was es da so gibt und was man davon vielleicht sich auch selber mal holen könnte zum Ausprobieren. Ich werde auf jeden Fall den Link zu dem Podcast euch in die Infobox tun und auch die Bezugsquellen für die Geräte, die ich euch hier empfohlen habe. Und dann bleibt nur noch der Ausblick auf die nächste Sendung oder auf die nächsten Sendungen. Ich habe vor, einfach auch so ein bisschen vielleicht ins Detail zu gehen, ein paar Geräte vielleicht mal ein bisschen detaillierter vorzustellen oder auch zu zeigen, wie man denn eigene Wicklung macht auf einem Selbstwickelverdampfer. Ich kann mir auch vorstellen, vielleicht euch auch mal zu zeigen, was man selber basteln kann oder wie man sich selber das Liquid mischen kann. Da gibt es also einiges und ich hoffe, dass ihr euch bei der nächsten Sendung dann wieder reinklickt. Vielen Dank, tschüss und bis dann.